Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Revolution Online. Und in dieser Folge wollen wir Fudges oder wie nennen die den hier? Für mich ist es Major Bob. Aber den Arenaleiter wollen wir jetzt schlagen. Und ich muss zugeben, ja, ich hatte schon einen Versuch, bin mal wieder gescheitert. Yo, läuft. Und habe dann trainiert. Eine Frage, die ich euch jetzt mal zu Beginn stellen muss. Wollt ihr Training sehen oder wollt ihr es nicht sehen? Denn es dauert echt lange. Ohne Scheiß, ich habe eine Stunde trainiert, um ihn jetzt besiegen zu können. Ich weiß noch nicht mal, ob ich ihn jetzt besiegen kann, aber das werden wir gleich sehen. Und danach, falls es klappt, werde ich euch mal mein Training zeigen. Also Training, wie ich es mache. Nicht, dass ich jetzt eine halbe Stunde gleich trainieren will, sondern ich will euch einfach nur mal zeigen, so wie ich für mich gerade den besten Weg gefunden habe, zu trainieren. Das möchte ich euch zeigen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zu ihm, zu Major Bob. Ja, hier steht ja auch Leutnant Search, also wird er wahrscheinlich eigentlich Major Bob heißen, bloß er hieß wahrscheinlich im Englischen Leutnant Search oder Lieutenant Search. So, und jetzt wollen wir ihn mal anschnacken. Und ja, es muss jetzt eigentlich der Sieg werden. Und ja, ich habe sogar eine Sache vergessen. Ich wollte eigentlich im Voraus noch Nidoking machen. Aber das habe ich jetzt vergessen. Ist aber nicht so dramatisch. Wir müssten es eigentlich auch so schlagen. Oder ihn jetzt auch so schlagen können. Das Problem sind gar nicht die ersten Pokémon. Es ist einfach Raichu. Raichu ist brutal, übertrieben hart. Und es setzt auch noch eine Bodenattacke ein. Wodurch es im Prinzip, ja, eine Schwäche von unserem Gestein-Pokémon ausnutzt. Und das ist hart. Das trifft uns halt irgendwie hart. Guck, es ist super effektiv, aber diesmal hat es nicht gereicht, um uns direkt zu vernaschen. Aber im zweiten Anlauf wird es uns platt machen. Jetzt ist die Frage, kriegen wir es hin mit Nidorino oder mit Nassleaf? Wir probieren es jetzt mal mit Nassleaf, den ich auf 30 trainiert habe. Der war noch auf 22. Es ist nicht sehr effektiv, wie ihr seht, was er gemacht hat. Aber ich bin trotzdem paralysiert. Ja, geil. So, und jetzt sieht es schon wieder scheiße aus. Hornattacke. Ja, ja, wir haben's. Wir haben's. Fuck you. So, jetzt haben wir den Thunder Badge. Haben wir noch ein bisschen Kohle bekommen und meine Pokémon könnten fliegen, theoretisch. Aber ich habe davon nichts. Jetzt gucken wir nochmal, ob er irgendwas wieder für uns hat. Ja, wir nehmen mal TM24, was auch immer das ist. Scheiß drauf. So, wir haben es endlich geschafft. Das bedeutet, wir können jetzt auch weitergehen. Ich möchte euch jetzt nur noch einmal kurz zeigen, wie mein Training aussah. Das war nämlich relativ entspannt. Ich habe mir da was einfallen lassen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt mit jedem Pokémon so durchziehen könnte. Aber es lief wirklich gut. Und zwar, ich habe mir die Angel auf 1 gelegt. Somit konnte ich mich ans Wasser stellen und dann immer nur 1-1-1-1-1 gedrückt halten. Man muss auch sich von der Stelle nicht bewegen. Ich dachte erst, man müsste wenn ich da das Pokémon erwische, dann kommt da keins mehr. Nein, es ist scheißegal, du kannst auch an einer Stelle stehen bleiben. Dann nehmt ihr meinetwegen Nidorino nach oben. Bei Nidorino wäre jetzt nochmal interessant, kann man auch die Attacken so switchen? Es sieht nicht so aus, dass man das kann. Das wäre nämlich noch für mich sehr nützlich gewesen, wenn man die von der Position her tauschen könnte.
Geht aber anscheinend nicht. Müssen wir jetzt so mit leben. Aber es gibt nämlich eine ganz interessante Sache. So, mit 1 machen wir jetzt die Angel. Ne? Dann drückt ihr die ganze Zeit hier, ballert nur rauf. Und dann im Fight drückt ihr Fight. Und dann, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf 1, so habe ich es nämlich bei Nassleaf gehabt, auch die beste Attacke habt, dann müsst ihr die ganze Zeit nur 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Hier habe ich jetzt aber Helping Hand. Deswegen, wenn, weil ihr könnt nämlich die Taste, die ihr drückt, meinetwegen jetzt 4, Double Kick, dann macht er Double Kick. Ne? So, und bloß bei Nassleaf war halt das Coole, ich konnte 1, 1, 1, 1, 1, 1. Und jetzt zeige ich euch, seht ihr, ich habe 1 gedrückt und bin direkt wieder im nächsten Kampf. Und die Wasser-Pokémon hier bringen sehr viel Erfahrung. Das heißt, es ist viel besser, als da oben im Busch zu trainieren. Das ist nur von mir so ein Tipp, ja? Guck, jetzt habe ich hier wieder, ich habe jetzt 3 gedrückt, habe ihn weggehauen. Aber mit Nassleaf war es halt noch interessanter. Guck, ey, es kommt die ganze Zeit eins nach dem anderen. Gut, Karpados bringen nicht viel. Karpados kommen aber auch nicht ganz so viele. Aber ihr seht, ich drücke 1, 1, 1, 1, 1. Nassleaf haut nicht ganz so hart rein. Ist aber okay. Und dann drücke ich wieder 1, 1, 1. Es ist zwischendurch mal, dass du so eine Leerphase hast. Aber wenn du im Busch rumläufst, dann hast du ja auch so eine Leerphase, wisst ihr? Dann habe ich jetzt 2-mal halt keine. Ihr seht da oben die Route ablaufen. Und dann spätestens beim 3. Mal ist fast immer wieder eine Kreatur am Start oder ein Pokémon am Start. Und das ist schon schneller als in einem Busch zu trainieren. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nur so ein kleiner Tipp von mir. Das wollte ich euch jetzt auch nochmal mitgeben. Und jetzt machen wir uns zackig auf den Weg in die nächste City. Denn wir haben hier so viel Zeit verloren. Ich habe eine Stunde trainiert. Ohne Flachs, ne? Falls ihr wissen wollt, wie der Kampf zuerst aussah, ich habe ja schon mal vorher gegen den Bob gekämpft. Da war es so, dass ich die ersten 3 Pokémon easy weggenutzt habe und dann kam Raichu. Ja. Danke, Raichu, super Pokémon. Aber als Gegner echt voll beschissen, weil der halt Buddler benutzt. Und Buddler bedeutet für uns gleichzeitig, dass es eine Schwäche für unser eines Pokémon, was wirklich gut gegen ihn war, ausgenutzt hat. Wisst ihr, was ich meine? Und ja. Nicht so schön. Oh, hier drin ist es nicht dunkel. Das ist schön. Und hier haben wir Dick da. Gott. Boah, bringt das Erfahrung 3000. Halleluja. So. Aber das ist genug geschnackt. Wir werden jetzt erstmal noch nicht in diese Höhle gehen. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist jetzt erstmal. Aber wir werden hier jetzt die Bäume mal ausschütteln. Mal gucken, ob wir hier nochmal ein paar geile Pokémon finden. Fletching. Ich hätte vielleicht nochmal Pokébälle kaufen sollen. Weil ich habe irgendwie relativ viele verbraucht, weil ich mir, während ich trainiert habe, habe ich mir wirklich alle Pokémon gefangen, die da waren. Ich habe mir Krabby, Tentakel, Anton, Traumato, nee, heißt der Traumato? Hypnoto. Also Traumato ist, glaube ich, die erste Entwicklung und die zweite heißt Hypnoto oder sowas. Habe ich mir alle gefangen. Magneton, auch gefangen. So, jetzt werden wir eben noch mal kurz heilen und danach kaufen wir noch mal schön Pokebälle. Wie ihr seht, habe ich auch einiges an Money gesammelt in der Zeit. Ja, zumindest ein bisschen. Eigentlich weniger, als ich dachte, Alter. Ich dachte, ich wäre schon locker über 20.000. Dem ist nicht so, aber egal. So, jetzt holen wir noch mal ein paar Pokebälle. Ja, 10 reichen. Das Ding ist, jetzt kommt demnächst irgendwann so die Stufe, wo die normalen Pokebälle nicht mehr reichen, sondern man irgendwann halt dann die Superbälle oder so braucht. Und darauf müssen wir auch vorbereitet sein. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht unnötig viele normale Pokebälle kaufen. Auf jeden Fall will ich einen Dick da mir auch holen. Aber ich weiß nicht, ob die Höhle jetzt Sinn macht. Wir machen erstmal hier die Bäume weiter. Ich werde auch weiterhin jetzt versuchen, alle Pokémon zu fangen, die so auf dem Weg sind. Denn, ja,
Wir haben im Prinzip... Alter. Pokéball! Shit. Tauschen wir mal aus. Hypnose. Ja, sehr schön. Und dann Pokéball. Müsste eigentlich reichen. Was? Komm, nochmal. Alter, jetzt leck mich am Arsch. Bubble. Na, das war natürlich klar, ne? Dass wir es jetzt aus Versehen gekillt haben. Nervig. Nochmal. Vielleicht kriegen wir es diesmal besser hin. Cut. Cut. Und jetzt wechseln wir nochmal ihn ein. Nochmal Hypnose. Wenn wir das jetzt mit der Hypnose hinbekommen. Und jetzt muss es aber reichen. Ja, sehr schön. Butterfree. Also, wie hieß das nochmal so? Warte, ich tausche eben nochmal vorher den nach oben. Der muss sowieso im meisten Training... Braucht am meisten Training... Ey! Fuck. Nein. Oh, Junge. Butterfree Stufe 19. Ja, aber das Ding ist, aufs Level kommt es mir persönlich nicht an. Also, dass ich jetzt einen Stufe 14er gefangen habe, ist zwar nicht das Geilste, aber wir werden so oder so... So... Wir werden... Boah, 5000 Erfahrung. Geil, das lohnt sich. Wir werden so oder so ja weiterkommen und irgendwann ballert die Erfahrung so rein, dass es kein Ding ist. Den will ich fangen, aber nicht in weiblich. Ihr wisst, ich habe da einen Fetisch. Also ich brauche unbedingt, wenn dann männliche. Das soll jetzt aber nicht gay klingen, ne? Ja, das ist different Pokémon. Warum kriege ich immer wieder das Falsche an? So, da habe ich jetzt was gefunden. Wir gehen nochmal hier alle Bäume durch. Wieder Butterfree! Stufe 14 diesmal. Das wird natürlich nicht so krass reinhauen. Headbutt. Sehr schön. Die Erfahrung ist trotzdem extrem hardcore. Nochmal Butterfree. Headbutt. Headbutt. Oh, Alter, so bringen wir unser Schillock auch schnell auf Stufe 30, wenn das so weitergeht. Gilgar. Boah, der ist auch geil, aber ich will doch männliche Pokémon, nicht weiblich. Weil männliche sind natürlich eindeutig stärker. Also so wie in real, ne? Ich meine, wir Männer haben halt ein bisschen mehr Dampf, wa? Stimmt aber eigentlich gar nicht, ne? Also wir Menschen ja, aber im Spiel ist es, glaube ich, egal, ob du männlich oder weiblich hast. Aber egal. Ich will trotzdem... männliche Pokémon. So, den fangen wir jetzt auch noch. Ich hoffe, wir kriegen ihn noch eingeschläfert mit Poliwhirl.
Hypnose. Hypnose. Oh, jetzt. Leck mich. Fell asleep. Pokéball. Oh, Scheiße. Wir brauchen bessere Pokébälle. Ja, wir haben es trotzdem noch geschafft. Beedrill. Haben wir damit auch. Boah, sind hier viele. Und jetzt dieses wollen wir auch. Ich bin mir bei dem nicht ganz sicher, was da die nächste Stufe ist. Nein, ich habe schon wieder aus Versehen gekillt. Fuck. Headbutt. Ich bin der Meinung, dieses Pokémon, was ich eben schon wieder aus Versehen weggenutzt habe, ist ein Pokémon, was 3 Entwicklungsstufen hat. Und ich suche ja nach diesem Pokémon. Beedrill. Oh, wenn wir den weghauen, dann haben wir Schillock auf Stufe 28 ganz locker. Water Pulse. Protect kann dafür weg. Da war nichts drin. Beedrill. Machen wir mal Water Pulse. Da können wir genauso gut Kopfnuss benutzen. Da haben wir wenigstens die Chance, dass es mich, uns nicht angreift. So, Leute, das war's aber erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen da lassen würdet. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ich euch mit dem Training helfen konnte, ob es euch genauso ging. Und ob ihr euch auch so schwer getan habt mit dem Arena-Leiter, denn das hat echt eine Stunde Training gebraucht, um endlich so stark zu sein, dass wir das eben dann halt locker geschafft haben. Aber gut, Training war notwendig, der nächste Arena-Leiter wird dann vielleicht einfacher sein, ich hoffe es. Und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao!